So, in diesem Video soll es also um die Lenzsche Regel gehen. Im vergangenen Video haben wir uns einmal angeschaut, was passiert, wenn ich eine Leiterschleife habe. Ich zeichne hier nochmal diese Leiterschleife ein. Upsala, da ist sie. So, diese Leiterschleife. Und in dieser Leiterschleife hatten wir ein Magnetfeld, das ging in die Ebene hinein. Und dann haben wir hier einen Widerstand angeschlossen und haben uns angeguckt, in welche Richtung letztendlich die Elektronen bewegt werden, wenn wir dieses Magnetfeld schwächen. Das heißt, wenn die Magnetfeldlinien letztendlich unsere Leiterschleife verlassen. Und da haben wir im letzten Video gesehen, dass hier ein Strom induziert wird. Und das ist der Strom I und der verläuft an der Stelle von unten nach oben, fließt dann so rum und so weiter. So, und jetzt wissen wir aus einem der vergangenen Videos, dass wenn ein Strom, ein elektrischer Strom durch eine Leiter, durch einen Leiter fließt, dass dann dieser Strom auch wieder für ein Magnetfeld sorgt. Und zwar können wir das mit einer anderen rechte Handregel darstellen. Und zwar zeigt der Daumen der rechten Hand Richtung Stromrichtung und dann zeigen die Finger in Richtung der Magnetfeldlinien. Das heißt, wenn der Strom hier hochfließt, dann haben wir hier ein Magnetfeld, was hier entsprechend so rumfließt. Das heißt, oberhalb des Leiters nach rechts, dann von oben durch diese Ebene hinein und dann verlaufen die Magnetfeldlinien entsprechend unterhalb des Leiters wieder zurück. So, und was wir jetzt an diesem Verlauf dieser Feldlinien sehen, ist, dass diese Feldlinien dafür sorgen, dass dieses ursprüngliche Magnetfeld wieder gestärkt wird. Das ursprüngliche Magnetfeld verlief ja von oben nach unten und wurde dann geschwächt. Und dadurch wird ein Strom induziert und dieser Strom sorgt wieder dafür, dass das Magnetfeld gestärkt wird. Das heißt, die Wirkung des Stroms wirkt letztendlich der Ursache entgegen. Die Ursache war die Schwächung des Magnetfeldes und die Wirkung war ein Strom und der Strom sorgt für ein Magnetfeld, was das ursprüngliche Magnetfeld wieder stärkt. Und das genau besagt die Lenzsche Regel, dass wenn so eine Spannung induziert wird, dass die Wirkung der Ursache entgegengerichtet ist. Schauen wir das nochmal an dem anderen Beispiel an. Und zwar haben wir wieder unsere Leiterschleife. Und wir haben in dieser Leiterschleife Magnetfeldlinien. Ich zeichne jetzt mal nur 4 ein. Und jetzt wird dieses Magnetfeld, was in dieser Leiterschleife ist, wird ungestärkt. Das heißt, es kommen Feldlinien dazu. So, ich zeige nochmal 4 dazu. So, wenn wir jetzt hier einen Widerstand anschließen, dann könnten wir uns wieder überlegen, in welche Richtung letztendlich die Elektronen bewegt werden und so weiter. Wir können jetzt aber die Stromrichtung auch anhand der Lenzschen Regel festlegen. Und zwar, was wäre, wenn der Strom von unten nach oben fließen würde? Dann würde dieser Strom ein Magnetfeld erzeugen, was letztendlich dieses ursprüngliche Magnetfeld noch weiter stärkt. Und das wäre entgegengesetzt der Lenzschen Regel. Das heißt, wir suchen einen Strom, der der Stärkung des ursprünglichen Magnetfeldes entgegenwirkt. Und dieser Strom, der muss dann in die entgegengesetzte Richtung fließen, also von oben nach unten. Dieser Strom sorgt für ein Magnetfeld, das können wir wieder mit der rechten Handregel herausfinden, also der Daumen Richtung Stromrichtung und dann zeigen die Finger letztendlich die Richtung des Magnetfeldes an. Das heißt, hier aber unterhalb des Leiters her und dann von unten aus der Ebene herauskommt, entsprechend dem ursprünglichen Magnetfeld entgegen. Hier kann man das genauso sehen. Hier
geht der Strom von unten nach oben. Hoppla. Der Strom fließt ja entsprechend hier einmal rum. So. Und hier kann man wieder überlegen, der Daumen zeigt nach oben. Das heißt, die Magnetfeldlinien gehen hier rum. Einmal oberhalb der Leiterschleife, dann von unten entsprechend nach oben. Das heißt, der induzierte Strom sorgt für ein Magnetfeld, das der Stärkung des ursprünglichen Magnetfelds entgegenwirkt. Und das ist häufig leichter zu bestimmen, als das über die Kraft so ist. Warum macht die Lenzsche Regel auch Sinn? Weil wenn es umgekehrt wäre und wir würden dieses ursprüngliche Magnetfeld leicht steigern und es würde ein Strom induziert werden, was dieses Magnetfeld noch weiter steigern würde, dann würde ja noch mehr Strom induziert werden, das würde wiederum den Strom noch mehr steigern und das Magnetfeld würde halt sehr groß werden, immer größer werden und es würde immer mehr Strom induziert werden und wir hätten sowas wie ein Perpetuum mobile gebaut. Außerdem würde dann sehr schnell diese Leiterschleife explodieren. Also nochmal zusammenfassend, die Lenzsche Regel besagt, dass wenn wir hier das Magnetfeld ändern, dass dann ein Strom induziert wird, dessen Wirkung der Ursache entgegengesetzt ist. Das heißt, wenn die Ursache, wie in dem rechten Beispiel, eine Stärkung des Magnetfeldes war, dann wird ein Strom induziert, der dafür sorgt, dass dieses Magnetfeld geschwächt wird. Beziehungsweise auf der linken Seite, wenn die Ursache die Schwächung des Magnetfeldes war, dann wird ein Strom induziert, der dafür sorgt, dass dieses Magnetfeld wieder gestärkt wird. Das besagt die Lenzsche Regel und anhand dieser Lenzschen Regel kann man dann halt sehr gut feststellen, in welche Richtung denn der induzierte Strom fließt.